Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran F15 Strike Eagle. Und wir sehen uns gleich mal das Cover an, ein Blick aufs Cover verrät uns, hier gibt's epische Action. Was haben wir hier? Fly Operation Desert Storm Missions. Also man darf hier echte Kriegsmissionen nachspielen. Das freut natürlich den Kriegsfreund besonders, dass er echte Missionen nachspielen darf. Und dann, was haben wir hier noch? Das weltweit realistischste Fighting-Flugsimulationsspiel auf dem NES oder für den NES. Huiuiuiuiui, da wird mit großen Worten geballert. ja, die Rückseite verrät uns schon circa, was uns an Grafik verrät. Schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Schauen wir einfach mal rein. Ja, ich weiß ja, so Flugsimulatoren, die sind ja meistens eher schlecht gealtert. Das kann ich schon so ein bisschen aus Erfahrung sagen. Mal schauen, ob das hier auch so ist. Das ist auf jeden Fall schon mal schön gepixelt, schön animiert. So, Game Options, One Player. One Player. Saved Competition. Aha, was gibt's denn noch? Two-Player gibt's auch. Hoi, 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 hoi. Teamplay. Okay, wir machen One-Player. Music. Wollen wir Musik? Klar wollen wir Musik. Alles ist, wir wissen doch, alles ist besser mit Musik, oder? Und jetzt wollte ich eigentlich meinen Namen eingeben und bin schon weitergehüpft. Okay. Sollen wir recht sein? Was nehmen wir da jetzt? Irak, Kuwait. Naja. Flugzeugträger. Ich nehme mal das hier. Libia 86. Ist das jetzt eine Anspielung auf reale Ereignisse unter dieser Jahreszahl? Ich weiß nicht so recht, Leute. Ich kann mit Krieg nichts anfangen. Mag keinen Krieg. Weil ich mag es vor allem nicht, wenn die Spiele versuchen, so realistisch zu sein. Also Kriegs zu simulieren, sozusagen. Hm. Puh, Sprachausgabe, Leute. Sprachausgabe, habt ihr das gehört? Echte Sprachausgabe. Das ist eine Seltenheit am NES. Gab es nicht so oft. War auch recht aufwendig zu machen. Okay, ich starte hier mal. Okay. Eingezogen. Ich hab da schon mal irgendwas zerstört. Gut. Links. Rechts. Aha. Müssen wir die Steuerung erstmal checken. A, A ist Rakete. A, B ist Rakete. A schießen. Gut. Kann ich da irgendwie nach links und rechts fliegen? Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich hier irgendwas steuere. Ah, wieso? Ah, ist das alles so schnell? Kann ich irgendwie vom Gas runtergehen? Select ist. Nur Übersichtskarte, okay. Start ist. Oh, ja. Mhm. Habe ich unendlich Munition eigentlich? Ich glaube nicht. Ich hatte mal ein ähnliches Spiel damals am Game Gear. Kann ich mich erinnern. Aber das war eigentlich, habe ich eigentlich auch nur gespielt, weil ich kaum andere Spiele hatte. Wirklich gut fand ich es auch nicht. Und es sieht ziemlich dem ähnlich vom Game Gear. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Spiel ist. Okay. Da hätte ich jetzt so eine Ablenkungszeug weghauen müssen wahrscheinlich. Da drüben ist ein Flugzeug. Weiß nicht, was ist jetzt der leichte Pfeil? Was sagt mir dieser leichte Pfeil? Aha. Das sind Ablenkungsdings, die habe ich jetzt abgeschossen gleich.
Da kommt einer. Ja, weg, 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 weg mit dir. So, da. Boden zerstört. Uah, was ist. Ich habe irgendwas hab ich geschafft. Schön. Ah, ah, Mist. Ich habe Ablenkungskörper vergessen zum Schießen. 21, was heißt das? 21 Flugzeuge sind noch über, oder was? Ah, da vorne, das muss ich noch an. Tschüss, tschüss, tschüss. Und nein, wieso? Ich noch eine Rakete? Ja, ich habe keine Raketen mehr, oder? Ah, schaut schlecht aus mit Raketen. Wie oft muss man euch eigentlich abschießen, Leute? Oh je. Das schaut nicht gut aus, da gerade für mich. Wo ist was? Ist das Flak? Weg mit dem Flakzeug. Target toasted. Nochmal Spaß. Da drüben ist noch ein Flak oder was auch immer. Wieso? Kann ich nicht gescheit lenken, kommt mir vor. Mache ich das Lenken vielleicht? Oh je. Mache ich das Lenken mit dem hier? Muss ich das irgendwie hier festlegen, wo ich hinfliege? Ich möchte gern dieses Target, ja? Nein. Ah, das war dieses Ablenkungszeug schon wieder. Target? Ne, auch nicht. Target. Ich check's nicht. Ah, nein! Wo ist der? Ich treffe nichts. Es ist Was ist jetzt? Ah, da ist der Flugzeugträger. Ich bin wieder zu Hause. Das ist ja schön. Zu Hause ist am schönsten, oder? Und da steckt er wieder aus seinem Kampfflugzeug. Sehr gut. Und jetzt suche ich mir da wieder ein Ziel aus. Und, habe ich eine Medaille bekommen? Schaut nicht so aus. Aber ich habe ein elend langes Passwort bekommen. Juhu. Und... Ist der jetzt schon der Abspann oder was? Was geht? Bin verwirrt. Nochmal eine klassische Mission in Kuwait. Top Secret! Top Secret Mission, Leute. Darf ich die machen? Ah, die ist zu secret. Die darf ich noch nicht machen. Die darf ich erst machen, wenn ich wahrscheinlich alles andere gemacht habe. Bagdad, ne? Auch Top Secret. Auch Top Secret. Was ist mit dem da? Top Secret. Ist alles Top Secret. Okay, ich kann eh nur die Mission machen. Und alle anderen muss ich erst freischalten. Ich verstehe. Ich mach noch einmal, fliege ich noch. Kostet ja nichts. Sind wir erst bei 8 Minuten. Guten 8 Minuten. 10 Minuten. Jedes Spiel heißt's. Damit auch Kriegsspielen am NES. So, da. Da ist das Flugzeug. Nein, da. Komm schon. Wieso kann der nicht einfach genau explodieren? Ah je. Da hat mich was getroffen. Da hätte ich schnell Start drücken müssen. Ah, wo ist der? Nicht hinter mir. Ah, ja. Na, nix. Oh je. Das hört sich nicht gut an. Naja, Sound ist okay, sage ich mal. Grafik, naja. Ist auch okay. Nein, Grafik ist eigentlich okay für NES-Verhältnisse. Was rede ich? Ist eigentlich ganz okay.
Tschüss, weg mit dir. Ah. Ja, irgendwas habe ich zerstört. Gut. Aber irgendwie kann ich irgendwie abnippeln. Oder? Hey. Ablenkungskörper ausgestoßen. So, wo ist der? So. Ich hätte mich fast gehabt. Wo ist das? Ich hab's geschafft. Schon wieder? Sehr gut. Ah, da ist noch einer. Eieiei. Oh yeah. Weg mit dir. Okay, komm schon. Zack. Wo ist das Bodenziel? Das Bodenziel, ich sehe das Bodenziel nicht. Wo ist es? Tschüss, Rakete. Auf Wiedersehen. Target toasted. Target toasted. Was klassische Sprachausgabe. Möglichst cool natürlich. Oh, getoastet. So, ich glaube, das Einzige, was hängen bleibt bei mir von diesem Spiel ist... Target toasted! So, da. Ab nach Hause auf den Flugzeugträger. Flugzeugträger, wo bist du? Da ist er schon. Diesmal schieße ich dich nicht ab, Flugzeugträger. So. Und Fahrwerk ausfahren. Da hätten sie schon ein bisschen ein Minispiel draus machen können, dass man landet auch noch, oder? Das wäre für dich schon noch drin gewesen. Landen? Da hätten wir was machen können. Hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Simulation reinbringen können in das Spiel. Mit dem Landen. Naja. So ist es halt einfach nur ballern und ballern und Ablenkungskörper abwerfen. Ja. Nicht. Kein Meilenstein der Geschichte, sage ich mal. Also für mich zumindest nicht. Ist aber sauber umgesetzt. Muss man schon dazu sagen. Ist sauber umgesetzt. Das Game. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war F-15 Strike Eagle am NES, den realistischsten Flugsimulator überhaupt am NES. Ja, ciao. Ciao Leute, unten abonnieren, rechts gleich weiter schauen und mir unbedingt ein Like da lassen, und wenn ihr mir einen Kommentar da lässt, dann freue ich mich natürlich überhaupt. Könnt mir auch gern ruhig schreiben, warum Kriegsspiele ganz super sind. Also überzeugt mich vom Gegenteil. Ciao Leute.